Hallo Skorpion, du hast am 1. Februar Sonne Quadrat Mars. Nach einem relativ ruhigen Jahr wirst du ab Anfang Februar endlich einige Veränderungen durchleben oder selbst einleiten. Im Bereich des Geldes und der Geschäfte gibt es positive Neuigkeiten, dennoch ist es wichtig, die Dinge nicht zu erzwingen. Die Beendigung oder der Start einer Angelegenheit ist mit viel Spannung im Februar verbunden. Auch am 1. Februar haben wir einen wichtigen Transit. Es handelt sich um Venus im Wassermann. Bis 25. Februar wirst du viel zu Hause dich beschäftigen und vielleicht dich mit dem Thema Wohnsituation auseinandersetzen. Es kann geschehen, dass du Besuch von jemandem bekommst, der dir viele Neuigkeiten erzählen wird. Wenn all dies nicht zutrifft, dann wirst du bis zum Monatsende mehr Klarheit in Bezug auf die wahren Absichten eines Menschen bekommen. Zwischen 2. und 11. Monatstag haben wir Venus, Konjunktion Saturn und Jupiter im Wassermann. Du solltest lernen, emotional unabhängiger zu werden, damit du von anderen nicht fremdbestimmt werden kannst. Deine persönliche Entfaltung könnte durch anderen Menschen eingeschränkt werden, wenn du nicht lernst, loszulassen und eigenständig zu sein. Möglicherweise wirst du dich für mehr Harmonie und Gerechtigkeit in deiner Familie einsetzen. Zwischen 10. und 11. Monatstag hast du Neumond in Wassermann, eine Entscheidung, die die Themen Wohnsituation, finanzielle Absicherung oder Familie betrifft, muss bald getroffen werden. Der Beginn eines Fernstudiums, ein Geschäftsabschluss oder Arbeitswechsel können hervorgehobene Angelegenheiten sein. Du hast zwischen 12. und 17. des Monats Saturn-Quadrat Uranus. Es kann für dich auch eine Herausforderung sein, dir neue Gewohnheiten anzueignen und Prozesse zu verändern, Prozesse, die in deinem Leben stattfinden. Es stellt sich die Frage, ob du ein vorhandenes Verhältnis ändern kannst oder komplett beenden sollst. Am 18. hast du Sonne in Fische eingetreten. Bis 20. März kann eine gewisse Ambivalenz und Entschlossenheit in Bezug auf eine Person oder Situation eintreten. Dies gilt insbesondere im beruflichen Bereich. Zwischen 19. und 20. Februar sollte man sich im Bereich der Partnerschaft und Liebe von seinem Bauchgefühl führen lassen. Möglich ist es, dass starke Emotionen an diesen Tagen hochkommen. Am 21. hast du Merkur wieder direkt in Wassermann. Bis Mitte März steht dein Fokus auf die Vollendung einer Sache, die Grundlage deiner persönlichen Identität und Freiheit ausmacht. Eine Veränderung deiner Wohnsituation kann bald eintreten. Zwischen 22. und 25. Februar hast du Mars Trigon Pluto. Nur wenn man direkt mit jemandem ein Problem anspricht, wird man dieses lösen können oder Lösungsmöglichkeiten finden. Am 25. tritt Venus in Fische ein. Bis 21. März ergibt sich eine äußerst positive Konstellation für die folgenden Lebensbereiche: Liebe, Kinder, Bildung und kreative Entfaltung. Und dann zwischen 26. und 27. Februar beendest du den Monat mit einem Vollmond in Jungfrau. Nach einem schwungvollen Start im Jahr werden sich manche Situationen bis April definieren und stabilisieren. Dieser Mond weist darauf hin, dass du mehr an deine Selbstliebe arbeiten kannst und sollst. Lieber Skorpion, mit diesen Aussagen bin ich fertig. Wenn du eine persönliche Beratung für die kommende Zeit brauchst, kannst du gerne diese bei mir buchen. Ich wünsche dir viel Glück für Februar 2021. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.